deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Adolf Hitler begrüßt am Neujahrsmorgen Einheiten von Reichswehr und SA in der Berliner Reichskanzlei. Seit Hitler offiziell den Titel Führer und Reichskanzler trägt, werden alle Soldaten direkt auf ihn vereidigt. Noch ist die Reichswehr eine Freiwilligenarmee und gemäß der Bestimmungen des Versailler Vertrages auf 100.000 Mann begrenzt. In einem Neujahrserlass proklamiert Hitler, Zitat, Deutschlands Wiederaufstieg in einem Frieden der Gleichberechtigung, der Ehre und gesicherten Freiheit. Gleichzeitig will er den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und soziale Not fortsetzen. Das Hakenkreuz ist längst zum Symbol der Diktatur geworden. Adolf Hitler hat Deutschland binnen 2 Jahren zu einem vom Führerwillen regierten Einparteienstaat gemacht. Nach der Entmachtung der SA ist Heinrich Himmlers SS die neue Ordnungsmacht im Staat. Gleich zu Beginn des Jahres fällt Hitler ein unerwartetes Propagandageschenk in den Schoß. 15 Jahre lang hatte das Saargebiet unter Kontrolle des Völkerbundes gestanden. Nach Ablauf dieser Frist soll eine Volksabstimmung über die Rückkehr der Saar nach Deutschland entscheiden. Am 13. Januar findet die Wahl unter der Aufsicht von internationalen Wahlbeobachtern statt. Die Wahlbeteiligung ist mit nahezu 95% außerordentlich hoch. Propagandaminister Goebbels hatte im Wahlkampf für einen gigantischen Propagandafeldzug gesorgt. Und er hat wenig Mühe, den Saarländern die Rückkehr nach Deutschland schmackhaft zu machen. Vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen glaubt die Mehrheit der Bevölkerung, keine andere Wahl zu haben. So ist das Wahlergebnis nicht überraschend. Knapp 91% wählen freiwillig die Diktatur. Der Jubel im gesamten Saargebiet ist unbeschreiblich. Aus seinem Triumph schlägt Hitler größtmögliches Kapital. Gleichzeitig gibt er sich in der Öffentlichkeit aber bewusst friedliebend. Nach dem Vollzug eurer Rückkehr, so erklärt er den Saarländern, werde das Deutsche Reich keine territorialen Forderungen an Frankreich mehr stellen. In Berlin organisiert die NSDAP ein jubelndes Spalier für alle, die mit Sonderzügen von der Abstimmung zurückkehren. Vor dem Reichstagsgebäude verkündet Propagandaminister Goebbels das Ergebnis der Abstimmung. Bis tief in die Nacht wird gefeiert. Der Saarland-Triumph hat die Machtposition Hitlers sichtbar gestärkt. Diesen Vorteil will er nutzen. Auch wenn er sich dem Ausland gegenüber friedliebend zeigt, so warten westliche Diplomaten doch gespannt auf seinen nächsten Schritt. Hitler hat das und Goebbels auch hatten diese Möglichkeit durchaus ausgebeutet mit einer Überflutung von Propaganda in dem Saarland. Trotzdem muss man sagen, dass das Saarland ein katholisches Land fast ausschließlich und mit einem großen mit einer großen Arbeiterschicht, mit großen Teilen der Arbeiterschaft in diesem Saarland, dass das Saarland bei freien Wahlen, selbst wenn man diese die Propaganda anerkennt, bei freien Wahlen mit 90% für die Zugehörigkeit zu Deutschland sich entschlossen hatte. Das war natürlich ein Riesentriumph für Hitler,
sowohl im Inland als auch gegenüber dem Ausland. So eine Art Legitimierung von seinem Machtanspruch. Der sogenannte deutsche Gruß oder Hitlergruß wurde in der Öffentlichkeit von jedermann erwartet. Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Nun, meine Kameraden, seid ihr zum Abschluss eures Marsches hierher gekommen. Warum fließt dieser gewaltige Bekenntnismarsch des jungen Deutschlands in Landsberg? Es soll Jahr für Jahr immer wieder der Jugend unseres Volkes hier klargemacht werden, dass es einst in unserem Volke möglich war, dass Deutschlands größter Sohn hier in Gefangenschaft saß. Der Führer gab uns aus der Einsamkeit dieser Zelle heraus einst das Buch, mein Kampf. Ihr sollt in eurem ganzen zukünftigen Leben aus diesem Buch die Kraft gewinnen, euren Kampf, den Kampf des deutschen Volkes, den Kampf der jungen Generation, den Kampf des Deutschlands der Zukunft führen zu können. Und wenn die Fahne der Jugend von hier wieder heimkehren, dann wird all das, was ihr in den langen Wochen eures Marsches empfunden habt, weiterleben, unvergänglich und unzerstörbar, wie die Symbole, die auf diese Fahnen geheftet sind. Unser Führer, unser geliebter Führer Adolf Hitler, Sieg, Heil! Die beklemmende Zeremonie findet in Landsberg an dem Ort statt, an dem Hitler einst in Festungshaft saß und sein Buch Mein Kampf verfasste. Das Buch ist das Schwert des Geistes, behaupten die Nazis. Nach der Machtübernahme Hitlers waren die Verkaufszahlen sofort in die Höhe geschnellt. Allein im ersten Regierungsjahr werden über 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Gelesen haben es wahrscheinlich nur die wenigsten Deutschen. Zur gleichen Zeit finden die Bobmeisterschaften bei den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen statt. Zu Beginn des Jahres wurden die bis dahin selbstständigen Ortschaften Garmisch und Partenkirchen zu einer Marktgemeinde zusammengeschlossen. Die neue Bobbahn ist extra für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr ausgebaut worden. In den Hochburgen des Karnevals herrscht auch in diesem Jahr ausgelassene Stimmung. Das Regime duldet auch bei den Narrenfesten keine noch so leise Kritik. So wird in Mainz der Elverrat wegen scharfzüngiger Büttenreden inhaftiert. Die breite Masse bleibt von solchen Sanktionen offenbar unberührt und feiert. Unter dem Motto »Die Saar kehrt heim ins Reich« wird die Wiedereingliederung am 1. März 1935 gefeiert. Mit einem Festakt wird das Saargebiet offiziell vom Völkerbund an das Deutsche Reich übergeben. Überall wehen Hakenkreuzfahnen. Alle öffentlichen Gebäude sind beflaggt. Hitler weiß seinen ersten großen außenpolitischen Erfolg zu feiern. Er sei überglücklich, so erklärt er in Saarbrücken, an diesem Glückstag für die ganze Nation und für ganz Europa teilnehmen zu können. Er hoffe, erklärt er, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich werde sich durch die Regelung des Saarproblems endgültig bessern. So wie wir den Frieden wollen, müssen wir hoffen, dass auch das große Nachbarvolk gewillt und bereit ist, diesen Frieden zu suchen. In Wahrheit hegte Hitler andere Gedanken. Er verstand es, seine wahren Absichten dem Ausland gegenüber zu verbergen. So auch gegenüber dem britischen Außenminister Sir Simon und Minister Lord Eden. Bei einem Staatsbesuch in Berlin verhandeln sie mit der deutschen Regierung über Abrüstungsfragen. Obwohl die Gespräche ergebnislos bleiben, betont Hitler auch hier seinen Friedenswillen. Heldengedenktag. Feierliches Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Kranzniederlegung an der Neuen Wache in Berlin. Am 16. März verkündet Hitler die Wiedereinführung der Wehrpflicht. So werden
die Waffen geschmiedet, mit denen unsere Wehrmacht unter der Führung Adolf Hitlers das deutsche Wirtschaftsleben schützt. Die außenpolitische Lage scheint günstig und so lässt Hitler erklären, man habe längst eine eigene Luftwaffe. Ein glatter Bruch des Versailler Vertrages. Tatsächlich existiert der viel geschmähte Friedensvertrag nur noch auf dem Papier. Auch die Marine wird jetzt systematisch aufgerüstet. Die britische Vorherrschaft aber bleibt einstweilen unangetastet. Luftwaffenchef Göring rechtfertigt die Aufrüstung. Nur das Volk ist dieser Aufgabe gewachsen, dessen Gemeinschaftsidee stark genug ist, um in jedem einzelnen Volksgenossen den Willen zum restlosen Aufgehen in der Gemeinschaft bis zur Selbstaufopferung zu entfachen und zu bewahren. Auf dem starken Fundament der nationalsozialistischen Weltanschauung erhebt sich heute wieder festgefügt die deutsche Wehrgemeinschaft. Die Kluft, die im deutschen Volke aufgerissen war, hat der Führer geschlossen und in dem Schmelztiegel der Idee hineingeworfen, was auseinanderstrebte und gegeneinander stand. Die Parteien, die Klassen, die Stände, die Konfessionen. Lange Zeit ist die Aufrüstung im Geheimen vorangetrieben worden. Jetzt fühlt sich Deutschland stark genug, enorme Staatsmittel ganz offiziell in die Rüstungsindustrie zu stecken. Das Panzerschiff Deutschland liegt mit seinen 10.000 Tonnen noch innerhalb der Vorgaben des Versailler Vertrages. Schwere Schiffe darf die Kriegsmarine nicht besitzen. In der sogenannten Deutschlandklasse werden deswegen Dieselmotoren eingesetzt. Und um Gewicht einzusparen, wird in einigen Bereichen des Schiffes Aluminium verwendet. Und der Schiffskörper wird nicht mehr genietet, sondern geschweißt. Adolf Hitler bei einem Flottenmanöver. Seine Anwesenheit soll als außenpolitische Machtdemonstration verstanden werden. Obwohl die deutsche Marine sich offiziell an die strikten Beschränkungen gehalten hatte, ist auch hier die Aufrüstung längst in vollem Gange. Die Flotte verfügt 1935 bereits über starke Verbände. Auch das ein klarer Verstoß gegen den Versailler Vertrag. Im März 1935 fühlte Hitler jetzt stark genug der äußeren Welt, die schon bis dahin geheime Wiederaufrüstung bekannt zu machen. Und der Impuls dafür war eine diplomatische Entwicklung, die nicht so wesentlich ist im Nachhinein. Aber diese diplomatische Entwicklung, da fühlte sich dann angegriffen von Großbritannien wegen einer White Paper, die damals veröffentlicht wurde. Und sein Gegenschlag, das stand sowieso auf dem Programm irgendwann mal bald. Aber da hat den Zeitpunkt dann ausgenutzt, um das Bestehen von der Luftwaffe bekannt zu machen und bald danach dann die Wiedereinführung von dem Wehrdienst. Und natürlich mit der Einführung von einer großen Armee von 36 Divisionen. Größer sogar als die Reichswehrführung bis dahin gedacht hatte. Die hatte im Auge dann eine Größe von vorläufig von 23 Divisionen. Hitler hat dann mit einem Schlag dann 36 Divisionen eingeführt. Feierliche Eröffnung des ersten deutschen Fernsehprogramms durch den Reichssendeleiter Eugen Hadamowski am 22. März 1935. Dank der organisatorischen Kraft meiner nationalsozialistischen Mitarbeiter im Rundfunk vollziehen wir in diesem Augenblick auf deutschem Boden einen Kulturfortschritt, der einmal als die Krönung vieler technischer Einzelentwicklungen der letzten Jahrzehnte angesehen werden wird. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Achtung,
Achtung! Hier sind die Ultrakurzwellen Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Das Reichspostzentralamt überträgt Fernsehversuchssendungen. Der erste regelmäßige Programmbetrieb der Welt erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Noch gibt es keine Fernsehempfänger zu kaufen. Die wenigen Zuschauer sitzen in Fernsehstuben. Unermüdlich wird an der weiteren Vervollkommnung des Fernsehens gearbeitet. Das Ziel ist, alle Volksgenossen am Fernsehen teilnehmen zu lassen. Achtung, hier ist der Fernsehsendezug des Reichspostzentralamtes auf dem Brocken. Die Zeit wird kommen, wo der Fernsehempfänger allgemeingut geworden ist. Wo jeder Deutsche teilnehmen kann am Erleben des ganzen Volkes. Die Technik steckt noch in den Kinderschuhen und das Propagandapotenzial des Fernsehens wird von den Nazis unterschätzt. Seit 1933 gibt es in Deutschland einen Reichsluftschutzbund, der die Bevölkerung mit Verhaltensregeln im Fall eines feindlichen Luftangriffs vertraut machen soll. Angesichts der Tatsache, dass in nur wenigen Jahren der Bombenkrieg unzählige deutsche Städte in Schutt und Asche legen wird, wirken die Aufnahmen einer Luftschutzübung in Berlin besonders beklemmend. Am 28. März 1935 feiert Leni Riefenstahls Propagandawerk Triumph des Willens Premiere in Berlin. Bis heute prägt die filmische Überhöhung des Kults um den Führer unser Bild vom Nationalsozialismus. Von Hitler persönlich hatte die Schauspielerin und Regisseurin Leni Riefenstahl den Auftrag erhalten, den Reichsparteitag 1934 in Nürnberg mit ihren Kameras zu dokumentieren. Und die talentierte Künstlerin setzt Hitler ein filmisches Denkmal, das die Darstellung Hitlers in der nationalsozialistischen Propaganda revolutioniert. Triumph des Willens wird ein großer Erfolg für die Regisseurin. Der Film erhält den Deutschen Filmpreis und trifft auch im Ausland auf überraschend positive Resonanz. Den Fluch des perfekten Propagandafilmes wird Leni Riefenstahl zeitlebens nicht mehr loswerden. Triumph des Willens ist mehr als ein Dokumentarfilm, wie die Regisseurin später gerne glauben machen wollte. Der zweistündige Streifen wurde von ihr bis ins Detail geplant. 140 Mitarbeiter bewältigten den riesigen technischen Aufwand. Meist wurde mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht. Über 100.000 Meter Film wurden belichtet. 40 Kameraleute und deren Assistenten waren im Einsatz daran beteiligt. Die Musik für den Propagandafilm wurde von Herbert Wind eigens komponiert. Mit Hilfe einer Spezialkamera, die wie ein Fahrstuhl an einem der Fahnenmasten hochfährt, entstanden völlig neuartige Bilder nationalsozialistischer Massenaufmärsche. Vor allem in Deutschland wird der Film natürlich begeistert aufgenommen. Die Verherrlichung Hitlers erreicht dank Riefenstahls Genie ein nie gekanntes Ausmaß. Wie unumschränkt Hitlers Macht zu diesem Zeitpunkt wirklich war und welchen Einfluss seine Paladine hatten, bleibt bis heute unklar. Hör uns!
Deutschland! In uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Die Nürnberger Parteitage, stellen Sie sich das vor, wie diese Massen und diese Fahnenwälder, diese roten Fahnen, ja, das muss ein unglaubliches Bild abgegeben haben. Und dann kommen die ganzen Würdenträger, dann kommt der Göring da mit seinem ganzen Lametta, was er da an seiner Uniform hatte. Und dann schreitet ganz einsam der Führer in Uniform, ohne Schmuck, nur das Eiserne Kreuz, als er sich das alles so vorstellt. Kommt er als schlichter deutscher Mann, aber er ist der Erlöser. Er ist schlicht, er hat kein Lametta, braucht überhaupt nichts. Er schreitet einsam, er hat ja auch keine Familie, das kommt auch alles dazu. Also diese Stilisierung wurde ganz konsequent und unglaublich gekonnt mit ganz modernen Mitteln, für die der Goebbels ja auch verantwortlich war. Das wurde durchgezogen. Und der Hitler hat wirklich, ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt, aber irgendwann hat er mit Sicherheit dran geglaubt, dass er tatsächlich der Erlöser der Deutschen ist. Im April 1935 heiratet der zweite Mann im Dritten Reich, Hermann Göring, mit großem Pomp die Schauspielerin Emmy Sonnemann. Als preußischer Innenminister und Gründer der Gestapo hatte er 1933 systematisch Regimegegner verfolgt. Skrupellos unterstützte er den Mordplan gegen die SA-Führung und wurde mit der heimlichen Bestellung zum Nachfolger Hitlers als Reichskanzler belohnt. Reichsbischof Müller vollzieht die Trauung im Berliner Dom. Hitler ist Trauzeuge und bleibt doch an diesem Tag im Hintergrund, als kalkuliert inszeniertes Gegenbild zum prunksüchtigen Göring. Über 30.000 SA- und SS-Männer stehen Spalier. Die Hochzeit wird als ausschweifendes Volksfest und publikumswirksame Propagandaveranstaltung in Szene gesetzt. Göring ist von Natur aus, besonders als er dann auch so stämmig wurde und immer dicker und schon geschminkt war und also dieses viele Lametta da hatte, war er immer eine Gegenfigur von Hitler. Denn wenn der Hitler neben dem Göring gestanden hat, sah der Hitler immer viel besser aus. Ne? Neben diesem ja immer ärger werdenden Göring und vor allem bei diesen Festen, eben bei der Hochzeit vom Göring in Berlin, dieser Prunk war ja unglaublich. Und sich dann den Hitler anzuschauen, das wurde ja auch dann gefilmt, der dann Trauzeuge ist und neben dem Paar steht, so schlicht und bescheiden unser Führer, der hatte das ja nicht nötig. Er war ja eh Hitler der Erlöser und Göring soll er das mal machen, aber im Kontrast der beiden hat der Hitler unglaublich gewonnen immer wieder. Wann immer die zusammenstanden, hat man gesagt, schau dir mal wieder den Göring an, wie der aussieht. Ne? Und unser Führer ist so vornehm und so bescheiden. Mitte der 30er Jahre gehört Hermann Göring zu den populärsten Hierarchen des Dritten Reichs. Er verkörpert die Einheit von Partei, Staat und militärischer Führung. Die Bevölkerung schien ihm alle Marotten zu gönnen. So präsentiert sich Göring für die Wochenschau sogar mit seinem zahmen Löwen. Komm, ja, mein Cäsar, kommst du mich besuchen? Mucki, kommst du mich besuchen, ja? Komm. Sind ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring. Hopp. So ist gut. Ich benutze die Gelegenheit, um all den tausend Volksgenossen zu danken, die mir in diesen Tagen ihre Anteilnahme an dem schweren Autounfall, der mir zugestoßen ist, so warmherzig zum Ausdruck gebracht haben. Ich bin glücklich, in der herrlichen Umgebung dieser Natur des schönsten Deutschlands einige Tage der Ruhe genießen zu können. Ich verbinde dies nochmals mit dem aufrichtigsten Dank an alle Volksgenossen. Am 1. Mai 1935 spricht Adolf Hitler in Berlin vor 1,7 Millionen Volksgenossen. Was wir wollen, nicht Krieg, nicht Unfrieden, denn wir wissen alle, dass die große Arbeit nur gelingen kann in einer Zeit des Friedens. Wieder gelingt es Hitler, sein Volk und die Weltöffentlichkeit zu täuschen. Der Führer an Bord der Scharnhorst.
Der Schnelldampfer der norddeutschen Lloyd soll die Ostasien-Route befahren und dort deutsche Weltläufigkeit und deutsches Weltmachtstreben demonstrieren. Seit über zwei Jahren sind 1500 Kilometer Autobahnstrecken in Deutschland im Bau. Viele weitere Abschnitte der Reichsautobahn sind projektiert. Ein ganzes Netz der Schnellstraßen soll das Reich überziehen. Über 80.000 Arbeiter sind inzwischen auf den Baustellen beschäftigt. Doch der Bau der Autobahn allein trägt nicht zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland bei, symbolisiert aber den Aufbruch in ein neues Zeitalter, in dem das Land selbstbewusst und modern auf eigenen Füßen stehen soll. Das erste fertige Teilstück wird am 19. Mai bei Frankfurt am Main vom Führer persönlich für den Verkehr freigegeben. Auch in den folgenden Jahren lässt Hitler es sich nicht nehmen, immer wieder solche Zeremonien selbst durchzuführen. Immerhin ist die Autobahn eines seiner bevorzugten Projekte. Von der neu geschaffenen Infrastruktur soll die gesamte Wirtschaft profitieren. Später wird sie auch für schnelle Truppenbewegungen zur Verfügung stehen. Von einem bevorstehenden Krieg will die Volksgemeinschaft nichts wissen. Sie genießt in diesem Sommer 1935 Aufschwung und Frieden und ahnt nichts davon, wie teuer beides erkauft ist. Heimkehr des Kreuzers Karlsruhe von einer Weltreise. Die Kriegsmarine zeigt ihre wiedergewonnene Souveränität und Stärke. Beim Tag der deutschen Seefahrt in Hamburg ist die Nazi-Prominenz zahlreich vertreten. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess nimmt die Ehrenformation ab. Zur Militarisierung der Gesellschaft zählt auch die Einführung der Dienstpflicht beim Reichsarbeitsdienst, den Konstantin Hirl anführt. Das deutsche Volk ist heute geistig und seelisch reif für die Einführung der allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht. Wir harren des Befehls des Führers. Ein von der Reichsregierung erlassenes Gesetz vom 26. Juni 1935 verpflichtet alle 18- bis 25-jährigen Deutschen zu einem halbjährigen Arbeitsdienst. In § 1 des Gesetzes heißt es, der Reichsarbeitsdienst ist Ehrendienst am deutschen Volke. Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts sind verpflichtet, ihrem Volke im Reichsarbeitsdienst zu dienen. Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Handarbeit erziehen. Der Reichsarbeitsdienst ist zur Durchführung gemeinnütziger Arbeit bestimmt. Sport und körperliche Ertüchtigung ist Teil einer vormilitärischen Ausbildung. Dazu gehören Leibesübungen in Luft und Sonne, die die Arbeitsmänner gesund und leistungsfähig machen sollen. Uniformen und Dienstgrade gehören ebenso zum Arbeitsdienst wie militärisches Zeremoniell. Ganz im nationalsozialistischen Stil werden die Männer vom Arbeitsdienst als Soldaten der Arbeit bezeichnet. Das gemeinsame Arbeitserlebnis soll die Erfahrung verstärken, dass man im Dritten Reich einer Volksgemeinschaft angehört. Politischer Unterricht ist Teil der systematischen Indoktrination. Die Männer arbeiten hauptsächlich im Straßenbau und bei der Urbarmachung neuer Anbaugebiete. Schulpflicht, Arbeitsdienst, Wehrpflicht, so lautet der von Hirl postulierte Dreiklang der NS-Ausbildung. Bereits 1933 hatte Hitler den Arbeitsdienst als eine seiner wichtigsten Wirtschaftsmaßnahmen angekündigt. Eingesetzt werden die jungen Männer vor allem für gemeinnützige Arbeiten. Finanziert wird der Arbeitsdienst durch die Arbeitslosenversicherung.
So verfügt der Staat über eine große Anzahl billiger Arbeitskräfte. Socken stopfen und Spaten putzen gehören selbstverständlich auch zum Lageralltag. Erst 1939 wird die Dienstpflicht auf Mädchen und Frauen ausgedehnt, die hauptsächlich in der Landwirtschaft arbeiten. Circa 100.000 Arbeitsmeiden unterstützen auf Bauernhöfen überlastete Bauern- und Siedlerfrauen, deren Männer im Krieg sind. Wie dir beim Füttern die Schweine durchgebrannt sind und wie du die Eier reinholen solltest. Und mir auch die Porzellaneier mit reingebracht. Laut offizieller Angaben sinkt im Juli 1935 die Zahl der Arbeitslosen erstmals unter die 2-Millionen-Grenze. Mit solchen Erfolgen gelingt es Hitler, seine Diktatur innenpolitisch zu stabilisieren. Vor allem durch die zügellose Aufrüstung und die Vergabe öffentlicher Aufträge sind viele neue Arbeitsplätze entstanden. Im Sommer 1935 kommt es in Berlin zu einem Treffen deutscher und britischer Weltkriegsteilnehmer. Höhepunkt ist wie immer bei solchen Gelegenheiten die Kranzniederlegung an der Neuen Wache. Hitler lässt auch solche Ereignisse propagandagerecht inszenieren. Das von Hitler versprochene Volksauto für jedermann ist noch nicht auf dem Markt. Und so können sich auch 1935 nur wenige das Reisen leisten. Omnibusse der Reichsbahn bringen urlaubsreife Volksgenossen zu den traditionellen Urlaubszielen an Nord- und Ostsee. Das Segelschulschiff der Marine, die Gorch Fock, ist in diesem Sommer in einem deutschen Hafen zu bestaunen. Auf den Wattflächen der Nordsee beginnen Arbeitsdienstmänner, Arbeitslose und Sträflinge mit der Neulandgewinnung aus dem Meer. Die Regierung legt großen Wert auf ihr Siedlungsbauprogramm. So weiht Hitler persönlich eine neue Siedlung im Marschland ein. Die Jugend dient dem Führer, die Jugend gehört dem Führer, so heißt es in der Propagandasprache der Nazis. Die Zukunft soll auch für die kommenden Generationen nationalsozialistisch sein. Zusätzlich zu politischer Schulung erhalten Hitler Jungen und Jungvolk in Zeltlagern körperlichen Drill und eine vormilitärische Ausbildung. Nach dem Willen der Nazis soll die deutsche Jugend wehrhaft sein. Zum Lagerleben gehören gemeinsamer Gesang, aber auch die Begegnung mit gleichgesinnten ausländischen Jugendlichen. Zum ersten Welttreffen der Hitlerjugend kommen im Juli 1935 über 25.000 deutschstämmige Jungen aus 48 Ländern nach Deutschland. Der kilometerlange Autokonvoi fährt durch das ganze Land. Ziel ist das Hitler-Jugendlager Kuhlmühle nordwestlich von Berlin. Auch hier werden geschickt politische Indoktrination, nationalsozialistische Erziehung und Propaganda mit Abenteuer- und Lagerfeuerromantik verknüpft. So gelingt es dem Regime, einen Großteil der Jugend auf seine Seite zu ziehen. Hunderttausende werden später begeistert für ihren Führer in den Krieg ziehen und viele einen sinnlosen Opfertod sterben. Am Propagandaministerium in Berlin empfängt Joseph Goebbels persönlich die Abordnungen der Teilnehmer des Welttreffens. Junge Menschen waren es damals, die gegen eine Welt von Hass und Verleumdung und Niedertracht
das Wort Reich auf ihre Fahne schrieben und der Überzeugung waren, dass ein verlorener Krieg allein nicht ein Volk in die endgültige Knechtschaft hineinwerfen könnte. Dieses große neue Reich kann euch auch wieder draußen in allen Teilen der Erde ein Gefühl des Stolzes geben. Und nun leben wir wieder in einem Reich, dem man zwar die Freiheit nicht schenken wollte, das sich aber seine Freiheit wieder genommen hat. Wenn ihr, meine jungen Kameraden, nur die Zeitungen gelesen hättet, die in euren Ländern gedruckt werden, dann hättet ihr annehmen müssen, dass ich zu euch nur umgeben von einem Kordon von Maschinengewehren zu sprechen gewagt hätte. Ihr sollt nun daraus euren Zug nach Deutschland antreten. Ihr sollt Land und Leute kennenlernen. Eine Massensportveranstaltung vor dem Berliner Reichstag. Die Hauptstadt steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Olympiade. Ein Olympiazug rollt durch das ganze Land, um selbst in den entlegensten Winkeln des Dritten Reichs über die Geschichte der Spiele und den Stand der Olympiavorbereitungen zu informieren und die Begeisterung der Volksgemeinschaft zu schüren. Für die Spiele wird in Berlin mit Hochdruck am Ausbau der Infrastruktur gearbeitet. So entstehen im Rahmen der Olympiavorbereitung viele neue Arbeitsplätze. Finanziert aus dem Staatshaushalt. Die neue Nord-Süd-S-Bahn soll die Stadtmitte unterirdisch durchqueren. Die Arbeiten stehen unter großem Zeitdruck, da sie bis zu den Spielen im August 1936 abgeschlossen sein müssen. Im August 1935 kommt es zu einem schweren Unfall. In der Hermann-Göring-Straße nahe dem Brandenburger Tor stürzt ein Kran um. Er durchschlägt die Tunneldecke und fällt auf die Gleise. Polizei und Feuerwehr starten eine spektakuläre Rettungsaktion. Pioniere der Wehrmacht wollen helfen, doch für die Verschütteten kommt jede Hilfe zu spät. 19 Bauarbeiter sterben in den Trümmern. Von all dem scheint nicht nur die feine Gesellschaft Berlins unbeeindruckt. Die meisten Deutschen haben sich unterm Hakenkreuz eingerichtet. Man ist dem Führer treu ergeben und genießt den wirtschaftlichen Aufschwung. Schlager des Jahres ist die Titelmelodie des Films »Ich liebe alle Frauen« von Jan Kipura. Der Pilot Hans Bauer gehört zu Hitlers ständigen Begleitern und ist ein begeisterter Amateurfilmer. Wann immer der Führer es zulässt, dreht Bauer Aufnahmen in unmittelbarer Nähe Hitlers. Ungewöhnliche Bilder des Führers, die nicht von der Propaganda zensiert wurden. So auch auf dem Weg zum Nürnberger Parteitag 1935.
Hitler und seine Entourage bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe des Völkischen Beobachters. Ankunft in Nürnberg mit Empfang durch SS-Chef Himmler und den Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer, Julius Streicher. SA und SS stehen Spalier und die Bevölkerung jubelt ihrem Führer zu. Das Parteitagsgelände spielte Mitte der 30er Jahre eine zentrale Rolle im Kult um den Führer. Und der Propagandaapparat von Goebbels verstand es meisterhaft, die pathetischen Parolen millionenfach zu verbreiten. Die Propaganda war die modernste überhaupt. Die hat es nirgendwo gegeben auf der ganzen Welt. Schon allein, wie er den Wahlkampf macht, ja doch relativ früh, und dann Flugzeuge einsetzt. Also mit den Fliegern da von einem Ort zum anderen, in eine Turnhalle zur anderen, landet und seine Rede hält, Massen von Leuten kommen zusammen, dann wieder wegfliegt und wieder woanders landet. Das hat er am Tag 10, 15 Mal gemacht. Man muss sich das einmal vorstellen. Für die damalige Zeit war das ungeheuerlich. Das gab es überhaupt nicht. Das war eine unglaubliche Strapaze auch. Aber diese Art war natürlich überraschend für die Leute. Heute würde das niemand mehr überraschen, aber für damals war das unglaublich. Solche Politiker hat es ja vorher nicht gegeben. Parteitag der Freiheit heißt der Massenaufmarsch im September 1935. Dank Hitlers außenpolitischer Erfolge wird die wiedergewonnene Wehrfreiheit enthusiastisch gefeiert. In den Mittelpunkt verschiedener Großveranstaltungen stellt Hitler ganz bewusst die deutsche Jugend, die offenbar besonders empfänglich für diese Art der Propaganda ist. Der Führer spricht zu seiner Jugend. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir gehen unseren Weg und wollen keines anderen Weg durchkreuzen. Wir sind aber eine stark verschworene Gemeinschaft. Mögen auch die anderen uns auf unserem Weg in Ruhe lassen. Das ist der einzige Vorbehalt, den wir über unsere Friedensliebe aufstellen müssen. Keinem etwas zu Leide tun und von keinem ein Leid erdulden. Die Propaganda zieht alle Register, denn auch die Wochenschaumacher haben von Leni Riefenstahls Regieeinfällen einiges gelernt. Der Nürnberger Parteitag wird in diesem Jahr nicht nur zur Indoktrination der Jugend instrumentalisiert. Hier, in der Hochburg des fanatischen Antisemitismus, sollen jetzt die gesetzlichen Grundlagen zur weiteren systematischen Diskriminierung und Verfolgung der Juden gelegt werden. Der ausschließlich aus NSDAP-Mitgliedern bestehende Reichstag wird daher von Berlin nach Nürnberg einberufen. Seit langem haben die Parteioberen Hitler gedrängt, auch Rassegesetze zu erlassen. Jetzt sollen die Juden endgültig aus der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft ausgestoßen werden.
der Führer, dem Retter und Schöpfer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Mit umso größerer Beunruhigung verfolgt aber das deutsche Volk gerade jetzt hat die Vorgänge in Litauen. In tiefstem Frieden wurde das Memelland Jahre nach dem Friedensschluss Deutschland geraubt. Eine große Nation muss dauernd zusehen, wie gegen Recht und vertragliche Bestimmungen Angehörige des Blutes, die man im tiefsten Frieden überfallen und vom Reich weggerissen hat, schlimmer behandelt werden als in normalen Staaten Verbrecher. Ihr einziges Verbrechen ist aber nur, dass sie Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen. Ich schlage nun dem Reichstag die Annahme der Gesetze vor, die Ihnen Parteigenosse, Reichstagspräsident Göring, verlesen wird. Das erste und zweite Gesetz tragen eine Dankeschuld an die Bewegung ab, unter deren Symbol Deutschland die Freiheit zurückgewonnen hat. Das zweite Gesetz ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems, dass im Falle des abermaligen Scheiterns dann durch Gesetz zur Enkellügenlösung der Nationalsozialistischen Partei übertragen werden müsste. Hinter allen drei Gesetzen steht die Partei und mit ihr und hinter ihr die deutsche Nation. Reichstagspräsident Hermann Göring verkündet persönlich die neuen perfiden Maßnahmen. Artikel 1. Die Reichsfarben sind schwarz-weiß-rot. Artikel 2. Reichs- und Nationalflagge ist die Hakenkreuzflagge, die ist zugleich Handelsflagge. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Die Nürnberger Gesetze bilden die ersehnte Handhabe zur öffentlichen Diskriminierung und werden von weiten Teilen der Bevölkerung begrüßt. Sofort bricht eine beispiellose Kampagne gegen alles Nicht-Arische los. Rassegutachten, Abstammungsnachweise und Ehetauglichkeitszeugnisse sichern den Vollzug des Gesetzes. Ein rassepolitisches Amt überwacht die Einhaltung der Maßnahmen. Die Rasse wird zum zentralen Begriff der nationalsozialistischen Propaganda. Seit den Nürnberger Gesetzen war die Sache ja ganz klar. Da wurde das, was vorher so schrittweise vorbereitet wurde, wurde in den Nürnberger Gesetzen dann wirklich Staatsgesetz. Das heißt, die Deutschen sind Staatsbürger, alle anderen, vor allem die Juden, aber auch die Polen, alle Leute, die da nicht deutsch waren, die waren keine Deutschen. Das heißt, sie waren keine Staatsbürger. Und diese Kluft zwischen den Deutschen und den Nichtdeutschen wurde ja von Anfang an ganz pragmatisch bis zum Ende durchgezogen. Fotos aus dem Archiv des Stürmer, offenbar eingeschickt von treuen Lesern. Die Deutschen verwandeln sich in ein Volk von Denunzianten. Zeitweise wird die Gestapo der Hinweise eifriger Nationalsozialisten kaum Herr. Julius Streichers Hetzblatt erreichen bis zu 700 Briefe täglich. Die Volksgemeinschaft ergötzt sich an den pornografischen Karikaturen. Als Rassenschänder beschuldigte Juden werden vielerorts zur Abschreckung öffentlich an den Pranger gestellt. Jede Woche feiert der Stürmer nun die neuen Gesetze mit Listen verhafteter Juden, druckte deren Fotos, ganz egal, ob sie das menschenverachtende Gesetz nun gebrochen hatten oder nicht. Die große Stahlglocke für die Olympischen Spiele Berlin 1936 wurde in Bochum fertiggestellt. Im ganzen Dritten Reich laufen die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele auf Hochtouren. Sie ist für den Führerturm auf dem Reichssportfelde bestimmt. In wenigen Wochen werden in Garmisch-Partenkirchen die Winterspiele beginnen, im August dann die Sommerspiele in Berlin. Der schöne Schein des Sports soll die Besucher blenden.
Die Olympischen Spiele 1936 werden den nächsten außenpolitischen Triumph für Hitler bringen.